Hey Leute, willkommen zurück zu Dantes Inferno. Wir sind im nächsten Kreis der Hölle, in der Wollust. Und ich muss der Alten erstmal die Nägel neu manikieren, genau. Quatsch, und ihre Babys muss ich zerschnetzeln. Die sie mir immer wieder auf den Hals hetzt. Aber es gibt nichts Einfacheres als das, denn... So, jetzt geht wieder die Plattform hoch und ich kann das Feuer aktivieren. Weil das Feuer ist schuld. Wisst ihr ja vielleicht. Oh, jetzt drehen sie sich auf sie, die Nippel. Nicht die Nippel, die Schlangen drehen sich auf die Nippel, so. Komm, erstmal die Babys schnatchen. Was? Oh nein, das war zu langsam. Das ist ja dumm. Muss ich mich ein bisschen mehr auf die Nägel konzentrieren jetzt hier. Ja. Nee. So geht's. Und jetzt schnell. Jetzt brauchst du ein bisschen Feuer, die Alte. Die ist ja so heiß. Du bist so hot, Mädchen. Du bist jetzt erstmal noch ein bisschen hotter gemacht. Ich meine, sie hat Zungen aus den Nippeln. Und... naja. Sexy. Hauptsache sexy, sage ich immer. Kann ich ja nicht greifen, die Viecher? Ja, kann ich. Bam. Ich mag's, wenn ich Fluggegner einfach greifen und zerschnetzeln kann. Hey. Patz. So. Ah, scheiße, ich dachte, ich kann mir gleich die nächste schnappen in der Luft. Nein, 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 warte mal. Nee. Nein. Nein, 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 nein. So nicht. So nicht, Fräulein. Und weg, die Alte. Auf schwer wäre ich schon wieder tot, ne? Das weiß ich wohl. Schwer ist auch ein bisschen zu heftig, meiner Meinung nach. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Okay. Aha. Die Frage ist, wie immer, geht's hier weiter oder ist hier optional? Das weiß man ja nie. Das finde ich echt ein bisschen blöd manchmal. Oh. Was machst du denn, Dante? Geh erstmal hier runter. So. Ich werde mit euch hier neben geht's weiter. Oder? Da unten ist auf jeden Fall noch einer zum Befreien, oder? Eben nicht. Ich gab nur nach, um meiner Triebe willen. Aha, Semiramis. Semiramis, genau. Mein Sohn, deine Mutter herrschte über ein Reich. Ach, das war die Alte. In ihrer zügellosen Lust erhob die legendäre Königin... In ihrer zügellosen Lust erhob die legendäre Königin Babels die Freuden des Fleisches zum Gesetz. Dafür schmort sie nun in der Hölle. Ich bestrafe sie. Du Hure. Du Konfetti-Hure. Ja, okay, ich bin doof. Spring durch das Ding, was Schaden macht, weil du zu ungeduldig bist. Ja, komm, ist egal jetzt.
Auf normal ist es eigentlich alles erträglich hier. Ja, dann gehe ich da mal ganz kurz zurück. Denn dieser andere Weg, der war wohl dann doch der optionale mit einem Bonus. Und dem Vieh da unten. Oder auch nicht? Ich komme hier gar nicht mehr weg, oder? Es war keine vergängliche Liebelei, sondern unser Schicksal. Paolo Malatesta. Paolo beging Ehebruch mit Francesca, dem Weib seines Bruders. Mein eigen Fleisch und Blut. Ja, nun verzehrt er sich, umgeben von den tosenden Stürmen der Lust, bis in alle Ewigkeit nach seiner Liebsten. Oh, du wirst bestraft. Erbärmliches Phantom. Ja gut, ganz ehrlich. Er ist auch nicht besser, Dante, oder? Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, er heißt Christoph. Ich habe das mal von jemandem gehört. Christoph Dante, oder? Ist ja egal. Wahrscheinlich habt ihr mir schon in den Kommentaren beantwortet und ich habe es noch nicht gesehen. So. Der muss schneller gehen hier. Kann ich eigentlich darüber springen, oder ist das hier... Nee, ich muss von oben runterspringen wahrscheinlich. Au. Von oben runter. Genau. Schau in das Kreuz! Paris Pfeil. Was macht das denn? Unheiligkeitsstufe 1. Der Schaden von Dantes Griffattacken erhöht sich. Geil! Das hier gibt zusätzliche Heiligenerfahrung und... Damit kann ich den Schaden zurückwerfen. Ich nehme den Pfahl, weil das ist einfach nur geiler. Oh Gott, war knapp. So, Beatrice, ich könnte speichern, brauche ich aber nicht. Da ging es, glaube ich, wieder hoch. Beatrice. Und daneben ist wieder was. Ich hätte gerne die Icarus-Flügel, die auch der liebe Kratos hat. Das wäre cool hier. Und wieder mal Münzen. Vielleicht kann ich mir davon was Schönes kaufen. So ein bisschen Sexspielzeug für Beatrice. Reizwäsche. Beatrice, tu das nicht. Ich muss deinetwegen. Ich würde nie etwas tun, um das zu verschulden. Oh, aber das hast du schon. Lass mich dir helfen. Schau in die Augen deiner Liebsten, Dante. Schau. Dante, schau. Beatrice, was habe ich getan? Haben wir eine Übereinkunft? Ich bin kein Unmensch. Wachen, lass diese Frau frei und ihren Bruder. Du hast dein Versprechen gebrochen. Du weißt nicht, wie es war. Und ob sie weiß, wie es war. Ich habe es ihr gezeigt. Beatrice, nicht. Mir bleibt keine Wahl. Ja, wie ich sagte, er hat sie bestimmt betrogen, dieser Schweinehund. Oh Gott, die Zungenfrau. Der Liebste hat also Lucifer gewählt. Ich weiß um meine Fehler, aber das hat sie wirklich nicht verdient. Ich muss die Dinge zurechtrücken. Vergiss diese Hure, Dante. Wenn dieses schmutzige Werk einmal vollbracht und Lucifers Heimkehr besiegelt ist, wird ihre Rolle in diesem Stück so winzig sein. Ich verstehe das nicht. Aber natürlich nicht. Du hast die Schlüssel des Königreichs aufgegeben. Und wofür? Für den Busen einer dahergelaufenen Sklavin. Sei verflucht! Dafür ist es zu spät. Und nun verschaffen wir Lucifer die Zeit, die er benötigt. Herrin, überlass ihn mir. Wie du willst, Antonius. Ach, der kleine Anton, wer bist du denn? Arsch. Ey! Nicht mitmachen! Erduldet
Das ist feige. Kann ich auch, guck. Kann auch unfair. Halt dich mal raus, Alte. Jetzt reicht's. Oh, was machst du denn? Au. Kann ich auch. Die Tricks. Autsch. Männergesichter. Jetzt macht sich schon wieder hier ein Vierlefanz. Ja, weil er den Schild oben hat, dann darf ich nichts machen eigentlich. Ich darf eigentlich gar nichts machen gerade, wenn die Alte da mit im Spiel ist. Ah, 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 ah. Fiese Sache. Ey, sag mal. Nein. Oh, das blockt er einfach. Krasser Typ. Wa, wa, wa. Ist aber ganz schön schnell wieder da, die Alte, ne? Du Ziege. Nö. Du wirst das Mädchen nie bekommen, Dante. Das ist doof. Ja, die kann ich natürlich nicht blocken, ne? Ah, du Penner! Ja, doofe Antonius, und dann macht die Alte noch mit. Oh, komm, jetzt reicht's mal, Mensch. Es reicht jetzt. Diese scheiß Troller mit ihrem ganzen Wirbelwind-Zeugs. Ja, kann ich nicht blocken. Die Stürme der Wollust. So sieht's aus. Ich kann das nicht mehr abstellen. Das hätte ich mir jetzt echt aufsparen sollen. Nicht blockbar. Oh, du Penner. Thank you.
Na komm schon. Auf. Ja. Nimm meine Stärke, Antonius. Scheiß, macht er. Hast du heilig? Nochmal heilig. Ah, oh, komm. Da hab ich dich. Schweinebär. Antonius Standarte. Was macht die denn? Es erhöht die Rate, mit der Dante Erlösungsenergie speichert. Das heißt, heilige Erfahrung und Griffattacken. Ja, schade. Ich nehme mal das. Heilige Energie sammle ich auch so schnell genug, glaube ich. Nein, Antonius! Du sagtest, wir würden für alle Zeit vereint sein. Antonius! So durfte es niemals enden. Wir hatten eine Abmachung. Diese alte Zibbe. Ekelhafte. Schon wieder ganz rollig, du. Was? Hat er jetzt... Hat er sie mit seinem Penis? Okay. Ich dachte, er hat sie mit seinem Penis erstochen. Naja, Magie, du hast einen neuen Zauber gefunden. Sturm der Lust. Ja, wunderschön. Dante umgibt sich mit einem Sturm aus dunkler Energie, der seinen Gegnern Schaden zufügt. Ja. Lust kann so einiges verursachen und kann sogar Schaden machen. Es kann schädigen. Oh, komm, erstmal noch ein bisschen unheiligen Energie sammeln. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Ding, wo ich eigentlich den Sturm einsetzen sollte. Und ich mach's auch mal, komm. Lalala. Stellen wir wieder ab, oder? Hält der jetzt ewig? Wenn ich keine Mana mehr hab, oder was? Ist ja dämlich. Ja gut, der hält eine gewisse Zeit, aber man kann ihn auch nicht wieder abstellen. Bin ich ein bisschen blöde? Ne, den Sturm, den Ansturm finde ich dann doch noch ein bisschen besser, ne?
Vorsicht, Kinder, Vorsicht. Tschüss. Bestrafen. Ah. Warum soll ich die eigentlich verschonen? Oh, wir haben schon die nächste Stufe, das ist ja geil. Mein Gesundheitsbalken wird länger. Was? Sturm der Lust, Stufe 2? Oder Erlösungszelle wird noch eine hinzugefügt. Ich nehme mal Gesundheitsbalken. Nein, nein, nein. Und auch hier wieder. Zerreißen. Leute, mit diesem schönen Move mache ich Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Dantes Inferno. Bis dann.